Guten Tag, mein Name ist Yannick Jörgensen, ich bin Arzt hier bei EuroEyes. Ich wollte Ihnen gerne ein kleines Update geben, wie wir uns in der Klinik verhalten, nun in dieser Corona-Pandemie. Wir tun unser Allerbestes, es so sicher wie möglich hier zu gestalten. Das bedeutet, dass das Personal und auch alle Patienten bekommen die Temperatur gemessen, wenn man die Klinik hier betritt. Außerdem nehmen wir eine genaue Anamnese und Screen nach gewissen Risikozeichen. Und sobald auch nur das geringste Anzeichen eines Risikos besteht, machen wir einen Corona-Quick-Test, wo man innerhalb von 15 Minuten ein Resultat bekommt, ob denn jetzt Corona besteht oder auch nicht. Außerdem tragen natürlich alle in der Klinik, sowohl Kunden als auch Personal, Nasen- und Mundschütze und desinfizieren sich regelmäßig die Hände. Operieren tun wir auch weiterhin in voller Kapazität, allerdings unter gehobenen Sicherheitsvorschriften. Und zwar besteht ja in einem OP sowieso ein Laminar Flow und ein Überdruck. Und außerdem gibt es ganz bestimmte Luftfilter, um Bakterien und Viren entgegenzuwirken. Dazu muss man sagen, ein OP ist sowieso ein sehr hygienischer Raum, da jegliches Personal und Patienten natürlich sterile Kleidung tragen, Mundschütze, auch Hüte für die Haare und sich regelmäßig desinfizieren. Von daher, wir tun unser allerbestes, um es so sicher wie möglich zu machen in diesen Corona-Zeiten. Und nach wie vor operieren wir mit voller Kapazität. Von daher, schauen Sie gerne vorbei und wir helfen Ihnen für ein Leben ohne Brille und Kontaktlinsen.